Also gut, damit werden wir wieder alle versammelt. Am besten. Eine neu entwickelte Ultima-Waffe. Da ist Gaius Hilfe willkommen, wenn auch etwas überraschend. Und das ist nicht die einzige Überraschung. Ich frage mich, was nun aus Garlemald wird. Die Hauptstadt ist in offenem Aufruhr. Und mittendrin Xenos, der sich seinen Körper zurückgeholt hat. Mir schwant Übles. Eine höchst brisante Situation, kein Zweifel. Unsere Rückkehr in die Ursprungswelt drängt mehr denn je. Apropos Rückkehr. Wie ihr alle wisst, arbeiten wir an der Entwicklung eines neuen magischen Gefäßes für eure Seelen. Der weiße Aurazit dient dabei als Basis. Mit Uriangés und Begluks tatkräftiger Hilfe war unsere Arbeit von Erfolg gekrönt. Dank unserer geballt gebündelten Anstrengungen ist es uns gelungen, die ursprünglichen Eigenschaften des Auraziten zu übertreffen. Wir haben das neue Gefäß Wesenskristall getauft. Es erlaubt, mit einem gewissen aufwendigen Aufwand, sowohl Seele als auch Erinnerungen eines Subjekts aufzunehmen. Allerdings? Wir haben doch nun, was wir brauchen. Gibt es ein Problem? Nun ja, wir haben das Gefäß. Was uns jetzt fehlt, ist ein Weg, die Erinnerungen zu übertragen. Aber dafür benötigen wir die einzigartige Gabe des Kristallexarchen. Ich glaube, ich verstehe. Das Blut, das in den Adern des Kristallexarchen fließt, es ist eine Art Katalysator. Und dieser fehlt dem Wesenskristall. Ganz recht, Ishtola. Um die Erinnerungen in den Wesenskristall zu übertragen, müssen wir die Gabe der Alagischen Kaiserfamilie imitieren. Somit haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir entwickeln eine neue Übertragungsmethode für die Erinnerungen, oder wir finden einen Weg, mein Blut direkt als Katalysator an das Gefäß zu binden. Zu diesem Zweck durchforsten wir gerade die Forschungsergebnisse der alten Alager, die hier im Turm archiviert wurden. Aber das ist gar nicht so einfach. Aber es gibt einige Ähnlichkeiten mit meiner eigenen Forschung. Und so werde ich euch meine expertenhafte Expertise gerne weiterhin zur Verfügung stellen. Mir ist bewusst, dass die Zeit drängt. Jetzt mehr denn je. Aber ich werde mein Versprechen halten und einen Weg finden. Ich bitte um noch etwas Geduld. Ich werde euch nicht enttäuschen. Verzeiht die Störung. Lyna, gibt es ein Problem? Nun, also nicht direkt. Ich muss jedoch dringend die Kriegerin der Dunkelheit sprechen. Ich sah sie vorhin den Kristallturm betreten. Wenn du mir auf ein Wort nach draußen folgen würdest. Und ich bitte nochmals um Entschuldigung für die Störung. Warum will sie die Sache nicht hier besprechen? In letzter Zeit benimmt sie sich wirklich sonderbar. Hast du was dagegen, wenn ich dich begleite? Im Moment bleibt uns ja nichts anderes übrig, als zu warten.
Wie ich sehe, habt ihr den Sündenvertilger bereits niedergestreckt. Ich hatte doch befohlen, nicht anzugreifen, bevor ich mit Verstärkung eintreffe. Das war nicht unser Werk, Kommandantin. Ein reisender Krieger ist plötzlich aufgetaucht und hat das Ungeheuer im Nu erschlagen. Ganz alleine. Das hier war kein gewöhnlicher Sündenvertilger. Es gehört schon außerordentliches Geschick dazu, so einen Gegner zu bezwingen. Dieser Kerl war auch kein gewöhnlicher Krieger. Er tauchte wie aus dem Nichts auf und erschlug die Bestie mit einem einzigen gewaltigen Hieb mit seiner Streitaxt. Ich war so erstaunt, dass ich ihn fragte, ob er ein Krieger der Dunkelheit sei. Aber stattdessen sagte er nur, nein, ich bin ein Krieger des Lichts. Und dann verschwand er so schnell, wie er gekommen war. Wie ist das möglich? Egal, wie stark der Kerl auch war. Wenn er sich Krieger des Lichts nennt, verfolgt er womöglich dieselben Ziele wie die großen Sünder, die die Lichtflut auslösten. Zumal wir hier die wahre Retterin unserer Welt vor uns haben, die Kriegerin der Dunkelheit. Also spar dir besser deinen Lobgesang. Ich wollte nicht unhöflich sein. Bitte vergebt mir. Es ist mir eine große Ehre. Also gut. Der Sündenvertilger ist tot. Damit ist unsere Arbeit hier erledigt. Alle zurück auf ihre Posten. Es ist bedauerlich, dass uns die Gelegenheit genommen wurde, an deiner Seite zu kämpfen. Die Kriegerin der Dunkelheit wird uns immer ein Vorbild sein. Tut mir leid, dass du umsonst hierher gekommen bist. Ich frage mich, wer dieser Krieger des Lichts wirklich ist. Egal, wie man zu den Kriegern des Lichts auch stehen mag, die meisten werden beim Erklingen des Namens mit Erschaudern an Artbert und seine Getreuen denken. Selbst mir geht es so, obwohl ich die Wahrheit vom Kristallexarchen erfahren habe. Er mag ja seinen Anteil an deinem Sieg gehabt haben, aber für den Großteil der Bevölkerung ist der Krieger des Lichts immer noch das personifizierte Grauen. Wer auch immer diesen Sündenvertilger erlegt haben mag, ich schätze, wir sollten ihm dankbar sein. Ich danke euch jedenfalls, dass ihr mitgekommen seid. Ich würde sagen, wir kehren nach Crystarium zurück. Ich möchte dir und unseren Freunden einen Vorschlag unterbreiten.
Ach, eine Sache noch. Könnten wir uns kurz unter vier Augen sprechen? Es wird nicht lange dauern. Ich gehe schon mal vor. Wir sehen uns im Okular. Tut mir leid, dass ich dich noch länger aufhalte. Es geht um den Kristallexarchen. Wie du ja weißt, sieht man ihm sein wahres Alter nicht wirklich an. Aber auch wenn er mit ewigem Leben gesegnet zu sein scheint, wirkte er früher oft alt. Nicht, dass er irgendwie gebrechlich geworden wäre oder es ihm an Tatkraft gemangelt hätte. Und dass er mal eine Feder mit einem Brieföffner verwechselt hat, darum geht es auch nicht. Nein, es gab nur immer wieder Momente, in denen er des Lebens müde wirkte. Es fällt mir besonders auf, weil nach eurer gemeinsamen Rückkehr aus Tempest schien er so lebendig und erfrischt. Besonders in jüngster Zeit hat sich dieser Eindruck bestätigt, seit er so in seine Nachforschungen vertieft ist. Ich beobachte ihn von Zeit zu Zeit, wie er seiner Recherche nachgeht. Dann erinnert er mich an einen begeisterten Jungen. An jemanden, der sich keinerlei Sorgen um die Zukunft macht. Und wenn ich ihn so sehe, wird mir etwas leichter ums Herz. Es scheint, als hätte man ihm eine große Last von seinen Schultern genommen. Gerade weil ich seine frühere Verfassung kenne, wage ich es nicht, ihn zu stören und diese Stimmung womöglich zu trüben. Meinst du wirklich? Ich werde mein Bestes geben, ihm auch in Zukunft eine Stütze zu sein. Es hat gut getan, mit dir darüber zu sprechen. Ich danke dir. Ich hätte dennoch eine Bitte. Lass nicht zu, dass der Exarch sich bei seinen Nachforschungen verausgabt. Egal wie jung er aussehen mag, wir dürfen nicht vergessen, dass der Gute schon das ein oder andere Jahrhundert durchlebt hat. Thank you.
nicht.